Also ich habe jetzt gefragt, wie lange das Maximum ist, wie man den Hals strecken kann. So, und das sind diese Metallgeräte oder Metallstelle, wo man sich den Hals mit länger macht. Das dauert natürlich alles Jahre, ne? Und, oh, hier kann man mal sehen, wie schwer ist das? Oh, wow, das ist ja super schwer. Das ist 3 Kilo. Nee. Boah, mehr als 2 Kilo schwer. Und dieses hier? Boah, das ist richtig schwer. Auch 2,5 Kilo. Na gut, wenn man das um den Hals hatte, ich glaube, das ist schon anstrengend. Ach, hier haben wir schon die erste Dame mit einem langen Hals. Und verkaufen Souvenirs. Verkaufen hier natürlich sehr viel Souvenirs, alles was man eben so braucht oder auch nicht. Mein Ayutala. Ach so, 29 years old, also 29 Jahre alt. Und sie macht das seit 3 Jahren, ja? Und Alisa? And is not hurt? Not hurt. Not hurt. And in 1 year, how many longer? In 1 year. Wie viel in einem Jahr wächst das? Two what? 2 Zentimeter? Yeah, nein. I have this 2 years. 2 years? Have one more. 2 years. 2 years. Aha. Mm-hmm. And how many centimeter more in 2 years? Oder wie viel wächst das? In one, you know, 2 years have more here. Aha. Also in 2 Jahren 1 Zentimeter. Und das wächst hiermit. Also jedes Jahr kommt ein Ring drauf. Oder alle 2 Jahre kommt ein Ring drauf. Mhm. Na Lisa, and how long is the maximum? What can do? Also ich habe jetzt gefragt, wie lange das Maximum ist, wie man den Hals strecken kann. Maximum 29 years. Okay. Ach so, you must make long before 29 years, after that is not possible, ja? Yeah? Also man muss es bis zum 29. Lebensjahr wohl gemacht haben, danach wird das schwierig und wächst nicht mehr. Das Maximum, ich denke, konnten Sie jetzt nicht beantworten, aber ich denke, das sind vielleicht maximal 8 cm. So, hier auf dem Bild kann man sehen, dass dabei auch die Halswirbel gestreckt werden. So, hier haben wir eine Dame, wo das schon länger ist, der Hals. Mhm. Weben. Ach, hier. Oh, ja. So, Schals. Ja, okay. So, weiter geht's. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Er ist natürlich ziemlich auf Kommerz ausgelegt. Touristen und so, ne? Jeder verkauft hier irgendwas. Naja. This makes the same here, ne? Like this woman, ne? Mhm. Macht auch hier Schals. Ich meine, gut, braucht man hier natürlich. In Thailand ist ja kalt hier, ne? Da brauchst du schon mal einen Schal. Bei 35 Grad. Sag mal die Cap. Oh, hier make this long too? Kipini. Mhm. 2 years old. Aha. Mhm. Das hängt von den Ringen ab, ne? Wie viel Zentimeter? Okay, oh, hier, this is long. This is very long. Wow, this is. Yeah. How many years she do this? Make long? How many years? Huh?
Ja, und when she begin, when she was a kid? Wann hat sie angefangen? Wenn sie ein Kind war? Jetzt ist sie 56. Mhm, okay. From this year. Wow. Ja, zu sagen wäre noch, ich habe hier mehrere Kinder gesehen, aber es gibt hier keine Männer. Ich versuche mal rauszufinden, warum es hier nur Frauen gibt und keine Männer. Frag dich, wo die Kinder herkommen. Ne? Aber das werde ich mal gucken, ob ich das gleich noch rauskriege. Ja. Ah ja, das ist eigentlich hier, muss man mal klar sagen, eine Touristenattraktion. Ich habe eben gefragt, wo die ganzen Männer sind. Ich habe hier nicht einen Mann gesehen. Es gibt aber kleine Kinder hier. Ja, die sind alle auf dem Feld arbeiten. Ja, und das ist hier also jedes Haus. Die leben wohl wirklich hier in diesen Häusern. Und das ist natürlich alles für Touristen gemacht. Und die verkaufen hier, also jedes Haus verkauft hier irgendwas. Ja, so Souvenirs für Touristen und sowas halt. Ne? Ja. So, hier gibt es wohl ein Homestay, kann man auch wohl hier so eine Hütte mieten. Ja. Ja, von den Schuhen würde ich sagen, die ist sogar vermietet hier. Kann man hier Ferien machen, ja, oder Urlaub. Ja. Ja. Naja, aber interessant mal zu sehen mit den langen Hälsen. Ist erstaunlich, dass man halt so weit dehnen kann. Ja? Was ist das? What is this? Hier? Das hier? What's this? Was ist das? Das ist irgendein Fleisch, aber was für ein Fleisch ist das? Aber wisst ihr, was das für ein Fleisch ist? Beef? Also Steak? Vom Buffalo? No, beef. Beef, ja, aber vom what? Which animal? This is beef, I know, but what is this for an animal? Was ist das für ein Tier? Cow. Oh. Also von einer Kuh, also Steak, ne? Rindfleisch. Steak. Ja, die haben keinen Kühlschrank hier. They have electricity here, Alisa? No. Die haben auch wohl auch keinen Strom hier, so wie das aussieht. Ich habe hier keine Stromleitung gesehen. Ja, da muss man das natürlich trocknen alles, ne? Ja. Ja. Oh, this is long too here, Alisa. Here, very long. Ja. Und Webstuhl. Oh, this looks good. Alisa, this looks nice here. Das sieht echt gut aus. Guck mal hier. You see? This one? Ja. Ah. Das alles selber gemacht, ja? Ja, 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 ja. Aha. Also, Schal selber gemacht. Hier. Den Webstuhl. Aber das sieht wirklich gut aus. Also wenn die schlafen, bleibt der Halsring dran. With sleeping with. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. And how she can lost this, Alisa? Wie kann man das abmachen? Not. Cannot? No. Fixed. Okay. Kann man nicht abmachen. Oha. Every time, every year. Ja? Also es bleibt immer dran. Das ist das. Also das ist das gleiche, was sie hat. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegt sie das denn um den Hals? Ach so, die sind offen und dann dreht sie die drauf. Aha. And this here too? This is here the same? Here with this one. Make. Yeah. So, also wird rumgewickelt, weil die hier an einer Ende offen sind.
Aha, okay. Ja, ja. Ja, ich habe gerade gefragt, ob sie das bei mir mal festmachen kann. So, Mobiltelefon, aber wenn die keinen Strom haben, frage ich mich, wie sie es aufladen. Jetzt habe ich Elektrizität gefunden hier, auch wenn nur sehr spartanisch. Hier ein bisschen was zurechtgeschustert hier, so ein 2-3 Kabel. Aber Elektrizität gibt es. Haben die dann hier rübergezogen und ins Haus angeschlossen. So, hier wird ein Auto entsorgt, so wie es aussieht. Oder wurde entsorgt, steht schon ein bisschen länger hier, ist schon völlig versackt. Das hier sind die Hühnerställe. Ja, also ich das so sehe, wie hier die Leute wohnen, das ist ja echt traurig. Mein Gott. Ja, keine richtigen Wände, nur Stroh hier oder Bambus. Schon defekt. Kannst du durchschauen hier. Alles hin, da wohnen die wirklich noch drin. Das ist so hier der Überblick von diesem, ja, Dorf nennt sich das. Das sind Lebensbedingungen, das ist unglaublich. Boah. Also für uns unvorstellbar. Sehen, hier wohnen also wirklich in diesen Baracken Leute drin. Also so dürftest du bei uns nicht mal Tiere halten, glaube ich. Das ist schon echt extrem, ne? So, weiter geht's. Jetzt gehen wir in das sogenannte AK-Dorf. Wobei ihr Dorf natürlich relativ ist. Das nennt sich hier Dorf. Aber ja, das sind meistens 4-5 Häuser, vielleicht 6. Was heißt Häuser? Also diese Strohbaracken hier. Und das war's dann. Ne? Das ist dann ein Dorf hier. Ne? Oh, aber hier auch alles für Touristen gemacht. Und kleine Hühner hier. Kleine Hühner überall. Ja, kann man die sehen? Ich hoffe, man kann sie sehen, die Hühner. Ja, mal gucken hier rum. Hier sind sie. Das looks funny, hä? Was? Er hat mir gerade gesagt, dass er diese Sachen hier selber macht. Aha. Also es ist handmade, ja? Handgemachte Sachen. Aha. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerade das hier sieht aus wie von der Industrie irgendwie. Aber okay, glaube ich das mal. Sollen wir hier so ein Flaschen... Transporttasche gefunden hier. Das ist auch eine nette Idee, wenn man unterwegs ist, kann man sich umhängen und eine Wasserflasche reinstecken. Sonst hat man die immer so hier in der Hand, so wie ich hier, und schleppt die immer ewig mit rum, ne? So, wir haben jetzt hier, show me, wir haben jetzt hier so eine Getränke-Umhängetasche gekauft und ja, so ein kleines, kann man eine Wasserflasche reinstecken. Und wie gesagt eben schon, ja, dann trägt man sie nicht ständig mit sich rum. Okay, gut. Laut der Hahn hier. Oha, ja. Make light. Make light. Hahn sitzt hier oben und schreit. Was ist das hier für Reis? Aha. Kommt der Reis hier rein und wird dann zerstampft. Oder getrennt, was auch immer, keine Ahnung. Scheint jedenfalls sehr alt zu sein. Genauso wie dieses riesen Korbgeflecht hier. Machen wir den Reisstampfer mal aus. Ja, aha. Gut. So, Alisa ist zu leicht dafür. Jo. This thing is too heavy for you, Alisa. Die ist viel zu leicht dafür. Aber okay, gut. Okay.
Ja. Thank you. Gut, vielen Dank für die Demonstration. So, kleine Vorführung hier. So, weiter geht's. Schauen wir uns mal das nächste an. Dazu müssen wir erstmal ein bisschen laufen. Aber ist ja kein Problem. Hier trocknen sie Gemüse. Ich weiß nicht. So eine Art Kohl. Hm? Hm. Ja, ja. Ja. Ach so, Reise. Ja. Ja. Water inside long 1 hour, 2 hours. Mhm. Hier wird Reiskörner dazwischen gemacht zum Trocknen. Und es trocknet halt in der Sonne, ne? Gerade einen sehr interessanten Baum gefunden. Hier habe ich noch nie gesehen, wie die Dinger hier wachsen. Und mir hat gerade jemand gesagt, dass die, wenn man die Frucht da drin aufmacht, dass es sehr stark auf der Haut juckt. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye.